Hallo, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Dark Souls 3 geht weiter in die nächste Runde. Kein Backseat Gaming, keine Spoiler in die Kommentare bitte. Ich muss es jedes Mal sagen. Es ist passiert immer wieder. Und es ist auch tatsächlich jetzt am Wochenende wieder passiert. Nämlich hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht, dass es ja auch Parierschilde gibt. Und die sind wohl, mit denen lässt sich's besser parieren. So, stimmt denn hier alles? Ja, ich denke schon. Ich wollte gerade wie in Lies of P einen perfekten Block machen. Das funktioniert hier natürlich nicht. So, okay. Ich muss mich kurz akklimatisieren hier mit diesem Spiel. Ich habe hier... Also hier fällt irgendwo einer von oben runter. Das weiß ich noch. Der steht auch da. Komm. Okay. Und da unten sind die alle wieder da. Oh. Ätzend. Und dann war da hinten noch irgendwo einer, ne? Ah, hier. Fällt da von oben runter. Okay. Ja, was mache ich mit euch? Autsch. Nee, ach Mist. War's das? Nee, es war's nicht. Schnell weg, saufen. Nee, warte mal kurz. Dicke Lady, warte kurz. So ein Mist, jetzt bin ich schon fast hinüber wieder. Oh Mann, 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 oh Mann. Ich war noch ein bisschen da hinten in diesem Haus unterwegs. Oh, nope, nope. Schon wieder das Anvisierproblem von Dark Souls gehabt, gerade. Das Anvisieren-Problem. Da in dem Haus war ich unterwegs. Boah, aber das macht jetzt keinen Sinn. Das ist doch dumm, jetzt hier ohne Heilung reinzulaufen. Oh Mann, also nochmal. So ein
Was stöhnt hier eigentlich? Da draußen. Da draußen ist noch einer unterwegs. Das ist doch Kacke jetzt. Und nochmal. Ich weiß nicht warum, aber ich will ihn killen. Hä? Jetzt ist hier keiner. Ich bin verwirrt. Da war doch einer. Irgendwas anderes stöhnt hier anscheinend. Die Fässer sind kaputt. Doof. Ich habe mich immer noch nicht darum gekümmert, warum ich hier random ab und zu Lags habe. Ken, grüß dich, hi. Schön, dass ihr alle am Start seid. Freut mich. Es geht weiter. Ja. Du bist doch bestimmt der Typ, der eigentlich nach da oben gehört. Und du hängst jetzt hier in der Wand. Lol. Okay. Ja, was mache ich jetzt? Ha. Was? Ernsthaft? Okay. Ich habe ein bisschen Schiss vor dem, der da in der Wand steckt. Aber er scheint sich nicht für mich zu interessieren. Nein, das war der Falsche. Lol, warum ist... Hä? Ach so, das Messer ist an dem vorbeigeflogen und auf den drauf. Wow. Das ist alles Mist hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt jetzt? Was ist das? Der hat keinen Bock auf mich. Also anscheinend... Ich probiere jetzt hier einfach vorbeizulaufen. Gut, ihr scheint euch nicht für mich zu interessieren. Dann nicht. Das ist gut für mich, dann kann ich mit 4 Flakons nämlich hier reinlaufen. Oh Mann, ey, hier waren wieder diese hässlichen Dinger, die aufstehen und keine Ahnung, ich weiß nicht mal, was hier unten war. Hier bin ich irgendwo gestorben, glaube ich. Von dieser Seite nicht öffnen. Dämliche Käfigblödsinn. Ach, der hat mich das letzte Mal gekillt. Ja, ich erinnere mich. Der war nämlich ganz schön wild unterwegs, der Kollege.
Oder doch nicht? Oh, hier ist wieder irgendein Blödsinn unterwegs. Ah! Anvisiergedönse, ganz wild! Das Spiel will nicht so anvisieren, wie ich das gerne hätte, teilweise. Oder wie ich es erwarten würde. Und dann drehe ich mich in alle Richtungen und... Oh. Einer von euch, irgendeins steht doch auf. Du. So ein Mist. Und du auch. Wusste ich. Habe ich euch erwischt. Hallo? Okay. Von wo fällt jetzt oben einer runter und was passiert hier? Irgendwer stöhnt. Das sieht mir nach einem Explosivdingens aus. Was ist hier denn schon wieder los? Nee. Finde ich nicht so cool. Nee, da oben ist so eine Hexe. Das ist auch nicht geil. Was ist das hier? Okay. Ihr seid alle Mistviecher. Ihr seid alles Ratten und Mistviecher, ihr verdammten Mistsäcke, die ihr hier in Türen wartet und von oben runterfallt und keine Ahnung was. Meine Reihe, ey. Ja, ja, lach du nur. Irgendwann komme ich zu dir. Was ist hier los? Warum geht's hier runter? Was ist hier? Oh, Loot. Nee, lass mal. Bazi. Oh, das tut... Nein! Wieso kommst du runter? Ich wollte doch zu dir hochkommen. Ich habe Angst, dass hier irgendwas explodiert. Alles kaputt machen. Ja, was machen wir zwei jetzt? Okay, das war hilfreich. Wow! Hau mich nicht mit deinem Buch! Nee, nix come to me. Reicht. Ich hab Angst. Ich weiß nicht, warum ich so viel Schiss habe, in irgendwelche Türen reinzulaufen gerade. Alles kaputt machen. Und ich höre hier draußen was klimpern. Was bist du? Irgendwas klimpert hier. Ich will da oben durchspickeln. Kann ich hier durchspickeln? Was ist das? Da liegt Loot, der klimpert. Huh.
Ah, du klimperst. Scharfer Edelstein. Okay. Boah, ich habe halt überhaupt keine Übersicht hier, ne? Ah, oh, Leuchtfeuer. Wunderbar. Sehr gut. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil eigentlich dachte ich, es geht da oben über die große Brücke weiter, aber anscheinend. Okay, Moment. Wahrscheinlich heißt es hier wieder, lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Ja. Und da drin Nebels. Aber anscheinend habe ich ein bisschen Fortschritt gemacht. Das gefällt mir, dass hier ein Leuchtfeuer ist. So, du hast eine Säge. Welchen Baum wolltest du damit fällen? Wow! Aua. Warte kurz. Okay. Hey, Krähen, hi, habt ihr zufällig welche von diesen Typen gesehen, die das Leuchtfeuer anzünden sollen? Was ist hier los? Oh, ich weiß, was hier los ist. Wo ist er? Auf welchem Turm sitzt er? Da oben. Heiliger Strohsack. Schießt der auch auf mich? Als ob der einen Homing-Pfeil hat! Einen riesigen Homing-Pfeil! Junger weißer Zweig, wie auch immer, was auch immer, mir egal, weg hier! Schieß nicht auf mich, schieß auf die Boys, die hinter mir her sind! Danke! Meine Fresse. Ja, komm jetzt her, oder? Oder wir warten auf den dicken Pfeil. Danke. Glut, junger weißer Zweig. Ah, Baum, rette mich. No, okay, der Baum rettet mich nicht. Ich dachte vielleicht einen kurzen Moment. Nein, aua. Oh. Kannst du bitte? Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Oh Gott, und hier steht, oh Gott. Oh, Leute, nicht. Ist das ein Terror? Der kann doch hier auch hinschießen. Wie komme ich denn darüber? Hä? Kann man hier gar nicht springen? Doch, kann man. Erstmal Schaden bekommen durch den kleinen Hüpfer da. Großsense. Okay. Ich höre was. Okay. Ich hätte echt gerne die Nachricht da unten gelesen und ich hätte wirklich gerne den Loot da unten geholt.
Aber der dicke Kollege da oben auf dem Turm, der macht mir zu viel Angst. Das bleibt alles liegen dort. Okay, die Geräusche, die ich höre, sind die Fackeln. Hallo? Tut mir irgendwer von euch weh? Hier ist es so ruhig. Aha. Komme ich hier auf die Brücke, die ich von der anderen Seite gesehen habe? Ja, ne? Ja, das ist der Weg von der anderen Seite hier. Voraus steht ein großer, fluchverderbter Baum. Ah ja, der da wahrscheinlich. Eine Heilung. Ah, ich weiß nicht, woher diese Random Lags kommen. Die sind gleich wieder vorbei und dann ist nichts mehr. Verstehe ich nicht. Es ist so viel, so groß hier. Das sieht schon wieder nach. Das sieht hier nach Boss Area aus. Zeig dich, Boss. Baum, bist du der Boss? Der Baum ist doch 100 pro der Boss, oder? Das war ein bisschen dumm. Egal. So viel Schaden war es nicht. Komm her. Ah ja. Okay. Fluchverderbtes Großholz. Bist du so wie der Baum in Harry Potter, der auch ausschlagen kann? Fände ich nicht so geil. Jetzt habe ich das letzte, mein letzter Heiltrank hier. Ja, Da ist noch so ein kleiner. Wir parken neben einer großen Weide. Ja, genau. Wo kommt ihr denn jetzt noch alle her? Dämlicher Baum, spawnst du die etwa oder was? Was soll das hier? Autsch. Was macht mir hier? Ich verstehe seine Attacken. Oh Gott. Oh oh. Oh nein, nicht auf mich drauf sitzen. Danke. Oh Gott. Ich bin etwas irritiert. Hier, friss Feuer. Super. Ich habe gesagt, friss Feuer. Wie? Das macht dir nichts. Können wir mal hier vorne drauf schmeißen? Aua. Ah, die spawnen tatsächlich die ganze Zeit. Das ist mega uncool. Und die Grütze macht auch Schaden. Okay. Jetzt hätte ich gerne ein bisschen Heilung. Okay. The fuck? Was ist jetzt passiert? Was war das? Ja. Okay.
Was ist das für ein Symbol? Warum ist da Hilfe? Störung, Erklärung. Ach, hier gibt es keine Erklärung. Was ist das für ein Symbol hier? Dass ich da gerade sitze wahrscheinlich, ne? Nur mal zum Gegenchecken. Ja, okay. Das ist das Symbol. Hier befinden Sie sich. Die sitzende Gestalt markiert ihre... Markiert ihre Position. Ist der Kollege jetzt wieder in der Wand oder ist er oben? Er ist oben, okay. So. Und jetzt gehe ich doch einfach mal in die andere Richtung und guck mal, was hier so geht. Nee, nicht mit Bomben auf mich werfen. Ist nicht so cool. Wow. Geil. Aha. Als ob ich's gerochen hätte. Ey! Ey! Große Seele. Hm. Diese Tür lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Wieso hast du so ein Riesenschwert, kleiner Gnom? Und warum hältst du so viel aus? Doch sie lässt sich öffnen, sehr gut. Aha. Naja, da ist die Prozession, die da... Hm. Hm. Rundschild, KD. Wer? Welche Schweinebacke schießt hier auf mich? Von wo? Keine Ahnung. Irgendwo kamen hier Pfeile an. Ah. Ja. Okay, alles klar. Da sitzen welche auf dem Boden. Lass mich die anvisieren. Was soll das? Dann halt nicht. Ja. Ihr könnt mich alle mal. Wisst ihr was? Ein altes Fass. Ich bin auf der Suche nach einem Leuchtfeuer. Ladies and Gentlemen. Eigentlich will ich nur ein Leuchtfeuer. Hier unten irgendwo vielleicht. Dämlicher Köter! Aua! Okay. Ich meine, was ist das? Hier kann ich hier reingehen ohne... Ja. Nee, Ratten. Faustwaffen. Verschlossen. Ist das giftiger Nebel hier? Nee, aber da sitzt... Oh, da sitzt eine Riesenratte. Können wir kurz...
Aua. Aua. Ja, klar. So, diese 5000 Seelen, die hätte ich eigentlich gebrauchen können. Die sind jetzt futsch. Nun gut. Ach, Kamera. So, okay, also ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, was hier der große Plan am Ende des Tunnels ist. Ich denke mal. Ach so, ja, ihr beide noch. Ich werde schon wieder durch Wände hinweg gehauen. Wunderbar. Ich dachte, das hört in Dark Souls 3 vielleicht auf, aber nein. Tut es nicht. Ja, ich bin mir jetzt immer noch nicht so 100% sicher. Gib mir mal dein Loot. Ja, ja, ist schon klar. Du prügel mal mit deinem Topf. So, was geht hier noch? Hallo? Nochmal ganz kurz, um meinen Satz zu beenden. Meine Vermutung ist, dass die Ratten da unten eine Glut. Dass die Ratten da unten mir einen kürzeren Weg zu dem anderen Leuchtfeuer freischalten, weil ich habe ja hier immer noch diesen Baum. Ja, genau. Julius, grüß dich, hi. Hi, Hundi. Ich hasse euch. Wow, und du hast einen ziemlich großen Hammer. Schön, dass ihr alle am Start seid. Freut mich. Ich suche ein näheres Leuchtfeuer. Wobei der Weg eigentlich okay ist. Eigentlich kann ich da dran an dem ganzen Kladderadatsch hier vorbeirennen, ne? Trotzdem würde ich es mir gerne kurz anschauen, wie es hier aussieht. Ach, Schnauze! Ach, komm, ey. Du hast echt eine saublöde Position und du geh mir nicht auf den... Ah. Dämlicher Köter! Warum bist du eigentlich so schnell? Aufhören! Voll unnötig Schaden hier schon wieder gekriegt. Und was geht da drüben? Komme ich da zu dem Turm hoch? Sieht fast so aus, ne? Irgendwie so ein bisschen. Bin hier auf der Suche nach den Feuerhütern? Nee. Irgendwas anderem. Ja, Rattis, hi. Willkommen zurück. Lange nicht gesehen. Mann. Das ist auch saublöd, dass ich zweimal zuhauen muss. Großes Ratti, komm her. Ich sehe dich.
Großes Ratti, du machst verdammt viel Schaden. Wartet. Hilfe! Aua! Und ihr habt ein dummes Timing. Ihr habt ein dummes Timing, alle zusammen. Können wir das hier ein bisschen anders machen? Ach, wisst ihr was? Nö. Nee, lass mich. Nein, ihr seid schneller als ich. Hilfe! Geht's hier hoch? Bitte lass es hier einfach hochgehen. Schneller, 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 schneller. Danke. Okay. Tür aufmachen. Ich habe keine Heilung. Knapper Esel. Ja, ganz schön knappes Pferd. Richtig. Okay, ich glaube, ich habe den Sinn dieser ganzen Nummer hier verstanden. Nicht laggen! Nicht jetzt laggen! Nicht jetzt laggen! Ich weiß nicht woher. Immer zwei Lags. Es sind immer exakt zwei Lags, die kurz andauern. Die aber definitiv nicht... Lol, warum ist hier so eine ganze Prozession jetzt? Könnt ihr das bitte nicht? Ich will... Nee, ich will eigentlich nicht gegen euch kämpfen. Ich habe da einen Boss zu bekämpfen. Wenn ich jetzt gegen euch kämpfe... Verschwende ich ja mein Loot. Meine Heilung. Was geht hier? Nix. Du hattest das auch eine Zeit lang, das hat irgendwann einfach aufgehört. Okay, lol. Random, so exakt zwei Lags im selben Abstand, immer nach einer bestimmten Zeit? Keine Ahnung. Total verrückt. Ja, Jungs, ihr seid mir alle egal, ihr sterbt sowieso. Baum, wach auf. Danke. So, wie machen wir das hier jetzt? Einfach mal ein bisschen draufhauen. Einfach mal... Aua! Stopp jetzt! Einfach mal ein bisschen drauf geprügelt auf den Eiersack. Na, immerhin kam der Lag vor dem Boss. Also das ist ja jetzt echt unhöflich. Voll die Arschlochnummer mit diesen kleinen Bastarden hier außenrum. Ah, nein, 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 nein! Fuck. Ich habe was Besseres als den Taskmanager. Es tut mir leid. Es gibt jetzt eine ganz kurze Unterbrechung. Aber ja, ich check das mal aus. Ich lasse den mal nebenher laufen. Ich habe tatsächlich auch in manchen Spielen hatte ich es schon, dass sobald ich den angemacht habe, den Hardware-Monitor, ob ich vorhabe, Mods zu zocken. Man kann das Spiel modden. The fuck? Und was geht dann? Was kann man da machen? Manchmal hört es dann auf, sobald ich so einen Hardware-Monitor laufen lasse, ist es manchmal vorbei. Ja, bekämpfe ich euch jetzt? Ach, warum nicht? Dann könnt ihr mir schon nicht wehtun.
andere Zauber und Bosse. Ach, und man kann so Randomizer und so einen Quatsch machen, ne? So, was macht denn diese... Irgendwas... Okay, das sind, glaube ich, nur die Pfeile von dem Kollegen da oben, die man hier hört. Total verrückt. Was macht denn diese Prozession hier eigentlich? Wo geht ihr hin? Ach jetzt, hä, wo war denn die Hexe vorhin? Die war doch vorhin nicht da. Also, das vorletzte Mal. Seltsam. Äußerst seltsam. Jetzt habe ich echt ein dummes Timing. Also man muss dann gleich an denen vorbeilaufen. Ansonsten hat man hier ein saublödes Timing. Ey, ihr bleibt jetzt aber nicht auf der Treppe stehen. Och Mann. Naja, dann probiere ich's halt. Hallo? So, hilft mir das jetzt, wenn ich hier ein paar kill zuerst? So, den da zum Beispiel, der ist ja auch super nervig. Aua, warum überlebst du? Und wo kommt ihr immer her? Okay. Der Boss überfordert mich. Das ist mir alles zu blöd hier. Der ist viel zu... Oh, und diese Scheiße mit diesen Dingern, die dann respawnen hier und von überall reinfallen und aus dem Boden wachsen und... Das ist doch Kacke. Habe jetzt schon keine Heilung mehr. Ey, da kann man sich nicht mal irgendeine coole Taktik... Also, keine Ahnung. Hier geht's einfach nur ums Wegrennen oder was weiß ich, ey. Ja, und dann hüpfe ich in sein Bein rein, das wohl auch irgendwie Schaden macht. Jetzt stampft er. Nein, da ist wieder Grütze. Dann stampft er wieder auf irgendwelche anderen Boys. Kann mal die Grütze weggehen, bitte? Danke, ich würde gerne den Hodensack angreifen. So, und jetzt? Jetzt weiß ich nicht, wo ich ihm Schaden machen soll. Nee. Okay, ich krieg keinen Schaden, wenn's... Ach, okay, guck mal, ein frischer Hodensack. Oh, und ein Arm. Oh, da sitzt jemand drin. Oh-oh. Was ist das hier? Gut, alles klar, okay. Oh Mann, ey. Ey, es tut mir leid, das muss jetzt leider, das gibt jetzt eine kurze Folge. In der nächsten Folge geht es weiter direkt mit dem Boss.
Ich muss ganz dringend auf die Toilette, deswegen eine kurze Folge. Sorry, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.